nehme euch heute mal mit auf das nette kleine Seminar nach Weinstadt. Steht zum zweiten Mal im Stau und ich kotze gleich im Dreieck. Also viel Spaß beim Video und vielleicht seht ihr ja noch was Hübsches. Bis später. Wie kann es sein, dass wir einfach immer im Stau stehen, Alter? Wir haben jetzt noch genau, also wir sind, die Fahrtstrecke war 41 Minuten, also Fahrzeit 41 Minuten. Wir sind mindestens 30 Minuten vorher losgefahren. Dass egal was passiert, dass wir auf keinen Fall zu spät kommen. Und weil diese immer stehen bleiben müssen, überall, werden wir zu spät kommen. Selbst wenn wir ab jetzt keinen einzigen Stau mehr hätten, würden wir uns um eine Minute verspäten. Porno-Dinger haben doch immer 0800, 6x6 und so. Ach ja? Oh, bewegt ihr euch mal! 10 Meter. Mutter, Alter. So, erstmal schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich, dass ihr so voll ist. Habe ich nicht erwartet, aber schön, dass ihr da seid. Ich bin der Mike. Wohne jetzt aktuell in Stuttgart und man glaubt es nicht, bin eineinhalb Stunden lang gefahren, um hierher zu kommen. Ich wohne so drei Ecken eigentlich weiter weg, aber ja, Stuttgart ist schön. Bin 22 Jahre alt, werde jetzt im April 23, also mein letztes Juniorenjahr. Wie lange mache ich das Ganze schon? Jetzt 11 Jahre lang. Also mittlerweile länger als mein halbes Leben. Ja, also ich hoffe mal, dass ich das so lange machen kann wie der Herr zu meiner Rechten. Schauen wir mal. Ja, wie Thomas schon gesagt hat, bin ich der Fette von uns beiden. Hat er auch schon richtig gesagt, dass mein Coach mich da ein bisschen zwingt, viel zu essen. Mehr als ich schaffe, muss ich zugeben. Also ich habe Dennis' Plan bis heute nicht einmal geschafft zu essen. Aber ich bemühe mich. Ja, was kann ich noch so erzählen? Mein erster Wettkampf war ich 16 Jahre alt. Das war damals bei der NABBA. Die gibt es heute gar nicht mehr. Das ist ein Verband, also ein relativ kleiner Verband. In Lebach war das. Ja, bin ich deutscher Meister geworden. Dann eine Woche später war ich auch im ersten internationalen Wettkampf in Wien auf der Mr. Universum. Dann das erste Mal beim DBV, also hier IFBB die Ecke. Richtig schön abgekackt, war ich nicht im Finale. Das Jahr drauf bin ich dann deutscher Meister geworden. Das Jahr drauf war ich bei der Arnolds dann Dritter. Dann habe ich ein Jahr lang ausgesetzt. Habe ein bisschen versucht, da ein paar Kilos drauf zu schmuggeln. Dann war ich wieder auf der Arnolds, bin wieder Dritter geworden. So, und jetzt schauen wir mal. Mein letztes Juniorenjahr, was jetzt angebrochen ist, das heißt nochmal Arnolds Juniorenklasse und dann eine Woche später geht es nach Prag. Da gucke ich mal, wie ich neben den Männern aussehe. Also so ist zumindest Dennis und mein Plan. Schauen wir mal, wie es wird. Ja, was kann ich noch erzählen? Was arbeite ich? Ich bin Sportbetreuer, mittlerweile selbstständig, jetzt schon über ein Jahr. Also ich habe gelernt bei IKEA, jetzt kommt der Running Gag, als was ich da gearbeitet habe, als Schrank. Ja, nee, Kaufmann im Einzelhandel gelernt, abgeschlossen, damals in Vollzeit dort gearbeitet noch und dann habe ich mich selbstständig gemacht und jetzt betreue ich andere Sportler und auch Nichtathleten, Zug zu nehmen, abzunehmen, wie auch immer, was sie gerne haben wollen. Berate ich sie halt dabei, ne? So wie das halt ist. Gut, dann erzähle ich euch mal so ein bisschen, wie ich Diät mache. Das ist ein bisschen anders wie beim Thomas. Ich fange, glaube ich, mal so 2012 an. Und ich muss dazu sagen, ich habe zu jeder Saison eigentlich einen anderen Vorbereiter. Das hat damals, also meine ersten Wettkämpfe habe ich selber gemacht. Das war so nach dem Motto, ey, oh Mike, in 5 Wochen ist Wettkampf, hast du nicht Bock? Und dann war das genauso, wie Thomas gesagt hat. Dann so die letzten 2 Wochen fast gar nichts mehr gegessen, nur noch Magerquark, was eigentlich Quatsch ist. Also ich habe es halt nicht besser gewusst. Dann habe ich 2 Tage vor dem Wettkampf aufgehört zu trinken und irgendwie von Mama irgendwie Entwässerungstabletten versucht zu finden und dann war ich schön bewusstlos auf der Bühne. Hat aber geklappt, ich habe gewonnen. Also immerhin. Naja, und dann das Jahr drauf war ich beim Eric Bernier, das war mein erster Vorbereiter. Auch heute mein Friseur mittlerweile. Ja, und der hat mir dann mal so ein bisschen gesagt, wie das beim Essen funktioniert, so die ersten Einblicke gegeben, hat mir gezeigt, wie man trainiert, also wie man sich halt richtig quält, dass wenn man halt gekotzt hat, dass dann nicht Pause ist, sondern dass dann halt der nächste Satz dann kommt, dass man dann nicht rumheulen muss. Hat im Prinzip so angefangen, dass ich, sagen wir mal, mit 6000 Kalorien in die Diät eingestiegen bin und dann wöchentlich haben wir das reduziert. Ganz simpel, sagen wir mal, um 300 Kalorien, bis wir dann irgendwann am Ende bei 2000 waren oder so.
Und da habe ich dann halt schon gelitten und in der Diät bin ich auch nicht fertig geworden. Also ich bin nicht hart geworden. Da sehe ich jetzt in der Offseason besser aus wie da im Wettkampf. Also das war, ich habe gesagt, ich habe richtig verkackt. Der Wettkampf war richtig schlecht. Ja, so, dann war ich bei Spiros und beim Spiros war es so, dass er seine Athleten, sagen wir mal, fast alle hart bekommt. Also ganz selten habe ich einen gesehen, der nicht fertig war auf der Bühne. Und bei ihm war es ähnlich, wir sind eingestiegen, ich glaube das Höchste, was ich hatte, waren 9.500 Kalorien. Also mit jedem Tag Burger essen, mit... 6.500 sollst du jetzt essen? Aber sauber, jetzt sind sauber. Dennis schreibt nur saubere Pläne. Beim Spiros war es so, ja, dann trinkst du halt morgens einen Liter O-Saft oder Multivitaminsaft mit Zucker, abends Burger King, zweimal King des Monats und so. Hauptsache hat Gewicht drauf. So sah ich auch aus damals. So, ja, dann sind wir halt in die Diät eingestiegen und dann hat es angefangen, dass ich 2 Stunden Cardio machen muss am Tag und jeden Tag Training. Und, aber wir sind dann auf die Deutsche, also damals noch zur Jugendmeisterschaft und da war ich 18 Jahre alt. Da habe ich die Jugendmeisterschaft gewonnen, dann 2 Wochen später die Revue und 2 Wochen später die Deutsche. Und da war es erstmal so, dass ich halt so ein bisschen hart war. Also es war nicht voll hart, aber so wettkampfformmäßig war schon okay. Ja, also bei ihm war es auch relativ simpel, dass wir über den ganzen Tag relativ viel Kohlenhydrate hatten und immer Low Fat und viel Eiweiß. So wie bei dir wahrscheinlich. Ne? Und ich habe gemerkt, dass ich halt die ganze Diät immer schlapp war und am Arsch und ich hatte zittrige Beine. Und hatte also am Ende bin ich rausgekommen bei 2,8, glaube ich. Du hast schon zittrige Beine, ne? Ja, voll. Da hatte ich dann süße 81 Kilo. Ja, also Vollkatastrophe. Das Jahr darauf bin ich zu Patrick Thur und da war es das erste Mal so, dass ich so eine wissenschaftliche Diät kennengelernt habe. Er hat mir dann so erklärt, um was es geht, um Insulineffizienz, also wann dein Körper wie auf Insulin reagiert, wann du Kohlenhydrate essen solltest und wie der Tagesverlauf, wie du den steuern kannst, wenn du deine Kohlenhydrate timest. So, als ich hergegangen bin in der Diät, morgens erstmal komplett nüchtern Cardio gemacht habe, also weder BCAAs noch Glutamin noch irgendwas, einfach nüchtern und Cardio. Halbe Stunde, ganz easy. Also ich bin dann morgens spazieren gegangen, ging mir beim Bäcker vorbei, habe mir nichts gekauft. Dann hat die da, keine Ahnung, über Lidl, Packung Hühnchen und Eier gekauft und wieder zurück. Also easy peasy. Cardio war dann dieser Spaziergang. Ja. Das ist so. Was als Cardio denn? Ja, ich war halt immer voll abgefuckt von diesem Laufband und so. Mich hat das schon genervt, wenn ich das nur gesehen habe. Und da draußen, wenn Sommer ist morgens, ein bisschen spazieren laufen, ist auf jeden Fall gemütlicher. Ja, warum so. Keine BCAAs? Gluconeogenese, also ist der Vorgang, der beschreibt, wenn du Protein zu Kohlenhydrate umwandelst. Und ich hatte ja noch relativ viel Kalorien, also haben wir uns einfach das gespart. Ich kannte das auch immer mit den BCAAs etc., aber morgens einfach keinen. So, das war Patrick sein Ding. Hat gut funktioniert. So. Und dann habe ich das erste Mal gegessen und durfte nur 80 Gramm Kohlenhydrate essen. Ich habe auch gemerkt, sobald ich an den Refeed-Tagen so 150, 160 Gramm Haferflocken hatte, ging es mit dem Training schlechter, als wenn ich wenig Kohlenhydrate gegessen habe. Das ist so genau das Gegenteil, was du sagst. Je mehr Kohlenhydrate ich gegessen habe, desto schlechter ging es mir. Das habe ich auch selber gemerkt. Und dann war es so, dass ich vor dem Training ganz oft gar keine Carbs gegessen habe und dann eher nach dem Training viel Kohlenhydrate. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, Kohlenhydrate nach dem Training. Das ist auch, bei mir war es früher immer so, da habe ich noch nicht so viel Sport gemacht, immer wenn ich mittags um 12 richtig viel gegessen habe, mir richtig einen reingelötet habe. Da war ich um 13 Uhr so eher so die Koma-Ecke. So in der Schule, so oh, hoffentlich gleich fertig. Und so ist es bei mir auch, wenn ich vorm Training viel Kohlenhydrate esse. Da bin ich einfach müde und eher so kein Bock. Dann haben wir eher so geguckt, dass wir hier vorm Training eher so die Fett- und Protein-Ecke machen und dann nach dem Training so die Kohlenhydrat-Protein-Ecke. Ich muss sagen, ich war, glaube ich, am Tag bei 150 Gramm Carbs. Wenn's, also es war schon viel, es gab auch Tage, da hatte ich weniger. Und dann haben wir ein Carb-Cycling angefangen, das heißt, ich habe einen Tag mit viel Kohlenhydraten, einen Tag mit wenig Kohlenhydraten, den man wechselt. Dann, als es näher zum Wettkampf hinging, haben wir 2 Tage Low, also 2 Tage wenig Kohlenhydrate, 1 Tag viel Kohlenhydrate. Und das hat sich dann immer geändert zum Wettkampf hin, da waren es mal 3 Tage Low, 1 Tag High, 4 Tage Low, 1 Tag High. Und so, das funktioniert eigentlich ganz easy. Der Plan war immer gleich. Nur die Anzahl oder die Gramm der Kohlenhydrate haben sich geändert. Also muss man auch nicht viel nachdenken. Im Prinzip kocht man mir dasselbe, nur immer ein bisschen anders von der Menge her. Ja, und jetzt bin ich bei Dennis. Ich weiß noch nicht genau, wie Dennis die Diät gestaltet.
Ich glaube, das dürfte ähnlich sein. Er wird mich halt zupumpen mit Kohlenhydraten wahrscheinlich. Gucken wir mal, wie das läuft. Ja, also mittlerweile bin ich schwerer, als ich jemals war. Könnte wahrscheinlich auch sogar schwerer sein, wenn ich noch mehr essen könnte. Wie schwer bist du jetzt? So 110, über da. Ja, also so viel zur Diät, zum Essen. Mache ich genauso. Also wenn ich Essen nicht essen kann, versuche ich es zu trinken. Das habe ich jetzt auch mal mit einer Menge Frust probiert, mit Hühnchen zu machen. Und das werde ich nie wieder machen. Es war ein Shaker voll, also so 700 Milliliter, mit flüssigem Hühnchen. Ja, das habe ich getrunken wie ein Mann, aber dann nach 3 Wochen kein Hühnchen mehr gegessen. Ekelhaft. Ja, aber Haferflocken kannst du auf jeden Fall trinken. Würde ich jetzt nicht 5 Mal am Tag machen, weil es ja halt immer dieselbe Kohlenhydratquelle ist, aber im Grunde geht es ja. Dann Fett als nur das böse Fett. Seitdem ich halt ein bisschen das Fett hochgeschraubt habe, fühle ich mich auch besser. Ne? Also bei mir ist die Makroverteilung, so sagen wir Aufbauphase, habe ich laut Dennis knapp 700 Gramm Protein am Tag. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm Carbs, ich glaube 600 Gramm Carbs und 130, 140 Gramm Fett. Beim Fett bleibe ich gerne hoch, ich weiß nicht, wie Dennis das sieht, aber bei mir sollten es immer so 80 Gramm Fett sein und dann halt lieber ein bisschen mehr mit den Carbs runter. Und unter 3 Gramm Protein will ich auch nicht gehen pro Kilogramm Körper. Also jetzt so als Bodybuilder und so, sagen wir mal, um die 100 Kilo schwer und ja, wie soll ich es anders ausdrücken, als ambitionierter Bodybuilder ist alles so unter 3 Gramm nicht so das Wahre. Also so 3 Gramm sollte schon sein. Ja? Frage beantwortet? Ja. Gibt es noch jemanden, der eine Frage hat? Ja. Ja. Ich hoffe, solche Fragen sind jetzt in Ordnung. Dann noch ein Unterschied bei euch zwischen jetzt einem unterstützten Athleten und einem, der das halt eher auf Hobbybasis macht. Würde die da die Proteinmengen unterscheiden? Einfach von. Ja, definitiv. Das Einzige, was Stoff macht, ist die Proteinsynthese anregen. Ja. Also quasi, du hast einen Arbeiter, der ein Haus bauen kann, oder du hast 100 Arbeiter, die ein Haus bauen können. Da musst du dem mehr Zement geben, dass sie dann machen können. Deswegen. Würde da ungefähr eine Zahl pro Kilogramm Körpergewicht oder pro Kilogramm Muskelmasse eher. Das ist bei jedem unterschiedlich, je nachdem, wie es wirkt und wie dein Körper darauf ausgelegt ist. Ne? Also bei jedem funktioniert. Also es gibt Leute zum Beispiel, die nehmen einfach nicht so gut zu. Und dann gibt es Leute, die explodieren halt. Und bei denen funktioniert es halt einfach besser. Die können dann auch mehr essen. Ne? Also bei jedem unterschiedlich. Aber ich denke, man sollte schon überhaupt der 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Okay.